Stolz präsentiert Jenny Frankhauser ihre neue Mom-Frisur auf Instagram. Kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes hat die Influencerin nochmal eine Typveränderung gewagt. Jenny Frankhauser und ihr Partner Steffen König erwarten gemeinsamen Nachwuchs. Das Paar freut sich auf einen Sohn, wie Jenny bei der Verkündung des Babygeschlechts verriet. Bevor ein neuer Lebensabschnitt beginnt, musste noch ein neuer Look her. Eigentlich kennen wir Jenny Frankhauser mit einer langen Mähne, die sie am liebsten glatt oder wellig stylte. Doch kurz vor der Geburt ihres Sohnes hat die Baldmama einen krassen Schritt gewagt. Jenny Frankhauser verabschiedete sich von ihren langen Haaren und entschied sich für eine schulterlange Frisur. Tada! Meine Mom-Frisur, schrieb sie auf Instagram. Warum kurz vor der Geburt ein neuer Look her musste, hat Jenny Frankhauser auch zu dem Bild verraten. Die Entscheidung wird definitiv klug gewesen sein. Mit einem kleinen Baby hat man sicher anderes zu tun, als stundenlang Haare föhnen oder zu stylen, oder? Praktisch muss es vorerst sein. Zu viel Veränderung muss auch nicht sein, dachte sich wohl Jenny Frankhauser. Ihrer graublonden Haarfarbe ist die 30-Jährige nämlich treu geblieben. Wir finden, die Haartransformation ist gelungen und nun kann es losgehen mit dem Baby-Countdown.